My Sport, My Story, MotoTV 22. Wir möchten uns recht herzlich bedanken beim MST Friesach, bei seinem Präsidenten, bei Rennleiter Peter Kowald und seiner kompletten Mannschaft, die uns zwei tolle Tage hier in Kärnten boten. Mit den Rennläufen 1, 2, 3 und 4 konnten wir den My Sport, My Story, Liqui Moly, Euro Motocross Junior Cup 2021 durchführen. In den Klassen 50, 65, 85 sowie in der MX-Klasse wurden jeweils am Samstag zwei Rennen und am Sonntag zwei Rennen ausgefahren. Insgesamt 16 Rennen mit jeweils freiem Training und Qualifying. Die Piste wurde top präpariert, die Zeit wurde eingehalten und somit konnte nichts mehr im Wege stehen. Für tolle Rennen mit tollen Piloten und Pilotinnen wurden hier diese Rennen durchgeführt. In der 50 Kubikzentimeter Klasse gab es tolle Kämpfe. Ja, rechts ist das Gas, Burschen, rechts! Okay, machen wir so. Gehen wir es an, oder? Ja, und es gab richtig tolle Rennen und wir möchten euch jetzt tolle Bilder zeigen, tolle Fotos zeigen und euch unsere jungen Pilotinnen und Piloten vorstellen. In der 50 Kubikzentimeter Klasse gab es tolle Kämpfe zwischen Tobias Scharinger und Alias Eder, dem Anton Schennach, dem Maurice Heidecker und vielen mehr hier in dieser Klasse der 50 Kubikzentimeter. Ja, zwischen 5 und 8 Jahren sind sie jung und sie bestreiten schon wie die Großen mit ihren kleinen Motorrädern die Steilhänge, die Bergabfahrten und die Sprunghügel.
gut, richtig gut, richtig gut. Ja, und da sieht man auch, die Konkurrenz ist auch top geworden, gell? Genau, es gibt viel starke Fahrer und es ist wichtig, dass die Kinder schneller werden. Ja, und jetzt kommen sie hintereinander über die Ziellinie. Das hat sich der Tobias vor den Elias durchgesetzt. Super Rennen, Elias. Danke. Hat es dich gefreut? Ja. Harter Kampf gewesen? Ja. Hier in der Klasse der 50er, wie war das Rennen für dich? Sau schwer. Der Elias ist halt schon ein schneller Fahrer. Das ist wirklich eine Herausforderung. Richtig. Tolle Kämpfe. Richtig. Ich finde den Elias jetzt voll schnell, vor allem für 6. Dann wünschen wir dir alles Gute. Gratulation. Danke. Maxi, ein super Rennen bist du gefahren jetzt. Ja. Hat es dir gefallen, ha? Ja. Bist richtig schnell gewesen. Ja. Ich habe dich einige Mal überholt. Wie war das Gefühl? War ich. Super gelaufen. Mhm. Am zweiten Platz. Und dann hast du gewusst, du wärst heute Zweiter. Aber richtig tolles Rennen gefahren. Gratuliere. Aha. Danke. Stuckerplatzl, ha? Ja. Das erste heute? Ja, ein. Ja. Ja, gefreut's dich, ha? Ja, voll. Und der Elias Eder. 6 Jahre ist er jung und fährt hier in der 50 Kubikzentimeter Klasse. Elias, wie ist er jetzt im Training gegangen? Gut. Wie war der Kampf? Gut. Wie schnell bist du gewesen? Ganz schnell. Und was möchtest du gewinnen? Erster. Und wir wünschen dir alles Gute. Danke. Da kann man nur eine Freude haben mit den jungen Motorsportlern. Ich habe noch leider keine Zeichen drauf, am Morgen. Wie ist es dir gelaufen jetzt in dem Rennen? Sehr gut. Alles gut gegangen? Ja, super alles. Der Start war ganz gut. Jawohl, super. Danke. Tolles Rennen gewesen. Ja. Super, gratuliere. Der Franzi und der Toni, die zwei Tiroler Burm. Alles Gute. Ja, und bei der Familie Scharinger, da geht es immer rund und müssen für 2 Motorräder alles gewartet und servisiert werden. Und der Papa Scharinger, der ist hier mit dabei und schrauft bei den Motorrädern selbst. Dann hat für deine Burm tust du alles. Für meine Burm tue ich alles, ja. Die Motorräder müssen immer top gepflegt sein, dass die Burschen die Leistung bringen können, die was sie wollen. Und da unterstützen wir es natürlich so gut, wie es geht. Ja, wir haben gesehen, der Tobias in der 50 Kubikzentimeter Klasse, der Favorit heute, gestern zweimal gewonnen und heute wiederum im Qualifying die Nummer 1. Also richtig toll für dich und deine Jungs. Ja, freilich, das ist halt einfach die Bestätigung von der Arbeit, was wir machen. Die Burschen arbeiten wirklich hart für das, dass sie was erreichen können. Und das ist halt jetzt irgendwie das Ergebnis dafür. Die kommen aus Oberösterreich und fahren schon seit Jahren bei uns mit bei MySport, MyStory Junior Cup und wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind und viel Erfolg für das heutige Jahr. Danke. Der Tobias Scharinger, ja. Bist du vorne mit dabei? Ja, sicher. Wer ist denn der Zweite? Wer ist denn noch so schnell bei dir in der Klasse? Der Elias Eder, glaube ich, ist auch ein Favorit in der Klasse. Gestern Doppelsieg für den Tobias und heute, was hast du jetzt vorgenommen für den dritten Lauf? Erster Platz. Ja, Timo, jetzt haben wir das erste Training. Wie ist dir gelaufen? Gut. Bist du schnell gewesen? Ja. Bei den ersten 2 ist es ein bisschen blöd gegangen. Also es war so gatschig. Auch ein junges Mädchen mit 6 Jahren gab hier ihren Einstand und fuhr hier ihr erstes Rennen. Die kleine Sheila Biechler, die Schwester von Liam Biechler. Toll gefahren. Gratulation. Danke. Franzi, wie ist der gegangen? Richtig gut. In einem Interview schilderte er uns seinen Sturz, wie es dazu kam. Er konnte sich noch auf jede Sekunde erinnern, wie es geschah. Sehr interessant, dieser junge, kleine, 6-jährige
Elias Eder, der schon wie ein Profi agiert. Elias, einen super Start gehabt. Und was ist dann passiert? Ja, nachher hat mich angehaut, das Hinterrad ist am Sprung gewesen und das Vorderrad ist in der Ablandung drin gewesen. Nachher bin ich halt quer gekommen, nachher hat es mich ewig gehaut. Aber hast du nichts mehr getan? Nein. Und dann hast du keinen Lauf gar nicht mehr fahren. Du hast ein bisschen einen Schock gehabt. Ja. Aber jetzt geht's wieder gut. Ja. Und freust du dich schon wieder aufs nächste Rennen? Ja. Ja, super. Der Elias Eder. Gestrigen zwei Läufe ist er zweimal Zweiter geworden. Ja. Und jetzt geht's auf nach Tirol dann, ha? Ja. Dann fahren wir da im Junior Cup mit. Ja. Dann wünschen wir dir dort alles Gute. Danke. Und du fest trainieren. Ja. Ja, und somit wurde es dann für Tobias Scharinger am zweiten Tag eher leichter und somit konnte er auch wiederum einen Startzielsieg einfahren. Ja, aber nichtsdestotrotz waren die Rennen spannend und wir freuen uns schon auf das nächste Rennen, das 5. und 6. beim MSC Riez. Tobias, ein Startzielsieg. Von alle vier hast du gewonnen an diesem Wochenende. Ja, bin froh. 100 Punkte. Das ist gut. Wir vom MySport My Story bedanken uns beim MSC Friesach für diese zwei tolle Tage und wir freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung Ende Juni beim MSC Riez und wir wünschen uns, dass alle gesund hier zur Rennveranstaltung kommen.